Hallo, jetzt kommt ein ganz besonderer Ort. Hier, wo der Schrein ist, schreiben alle Leute ihre geheimsten Sexwünsche. Ich zeige euch das mal. Und diese Sexwünsche können andere Leute dann lesen. Dieser wunderbare Brauch wird natürlich auch von anderen angenommen. Hier sieht man ab und zu mal was Englisches, da was ganz Komisches, manche sind zweisprachig. Das ist, als wenn die Japaner überhaupt keinen Sex haben. So viele Kärtchen. Man muss sich fragen, wie sie auf 120 Millionen Menschen geschafft haben. Die ganz neugierigen Touristen versuchen zu entziffern, auf was für einen komischen Fetisch.